Hallo, grüße euch. Heute herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Mission Millionaire und heute gibt es einen kleinen Nachtrag zum Thema Wasserstoffaktien, weil es ein heiß diskutiertes Thema momentan ist, bezüglich auch auf diversen Facebook-Gruppen, wo ich mich auch gerne herumtreibe und wenn ich jetzt eine lange Zugfahrt habe oder irgendwie sowas, dann kommentiere ich da auch gerne mal rum und nehme so ein bisschen das Sentiment auf, wie Leute so zu diesem Thema stehen. Und ja, es gibt auch eine ganze Menge von Leuten, die einfach diesen ganzen Wasserstoffaktien-Hype da durchaus misstrauen. Ja. Und allein das schon ist ja eigentlich ja, so ein bisschen eine Warnung. Denn so richtig schlimm wäre es ja, wenn einfach komplett alle zu 99% blind jetzt in Wasserstoffaktien einfach investieren würden. Ja. Ich glaube, dann wäre es wirklich gefährlich. Aber ansonsten ist es natürlich, ja, es wird natürlich viel kommentiert und viel jetzt auch geschrieben auf Blogs, auf News und alles Mögliche. Und viele von den Experten argumentieren natürlich auch mit allen möglichen fundamentalen Daten, die dann zum großen Teil dann eben dagegen sprechen, weil es eben noch eine Branche als solches ist, die noch nicht im Mainstream angekommen ist. Das hat sich jetzt nicht groß was geändert zum Vergleich noch von vor 3, 4 Monaten, wo die Aktien hier, sei es jetzt Ballard Power oder Black Power oder wie sie alle heißen, ja, noch wesentlich tiefer waren, ja, so bei Faktor 3 bis 4 bis 5 teilweise sogar. Und das heißt, das ist natürlich einfach eine Hype. Also es ist hier verdienst du, wenn du letztendlich damit dabei bist, verdienst du eben das Geld nicht aufgrund von Veränderungen in den fundamentalen Bewertungen, sondern aufgrund des Hypes natürlich. Und genau deswegen ist ja auch dieser Verdoppler oder Verdreifacher überhaupt erst möglich. Denn in den seltensten Fällen steigen Aktien oder Aktien einer ganzen Branche, ja, sozusagen simultan um 200-300% innerhalb von wenigen Wochen, weil es um fundamentale Geschichten geht, ja, weil das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, dass alle Aktien ja, gleichzeitig dort eben fundamentale Veränderungen haben. Normalerweise ist es immer so, dass wenn Netflix irgendwie fundamental sich was positiv verändert, dann hat das eher negative Auswirkungen auf zum Beispiel Disney, ja, was die gleiche Branche ist. In dem Fall war es eben der Hype in der Breite. Das heißt, fundamentale Daten spielen da überhaupt keine Rolle, bis gar keine, also fast keine, bis gar keine. Und das ermöglicht eben, dass alle Aktien der Branche in der Breite nach oben ziehen stark, ja. Also es ist ein völlig anderes Bild, als wie jetzt, wenn ich jetzt nach fundamental Veränderungen und Daten gehe und so zum Beispiel irgendwelche Merger oder irgendwelche Abonnentenzahlen haben sich erhöht, wie bei Netflix oder bei Disney und so weiter und so weiter. Und jetzt eben bei Black Power und Ballard Power zum Beispiel, also ich will nur hier, es gibt natürlich auch noch andere Aktien, wie jetzt halt einfach nur Nel Ase, aber ich habe einfach immer nur von dem norwegischen Konzern hier die Videos gemacht habe. Also ich habe ja auch schon von Ballard Power mal kurz gesprochen und hier. Können wir mal kurz ja, da diesen Chart da uns anschauen und das ist natürlich hier überall eigentlich ganz ähnlich. Ist eigentlich ganz egal, welche Wasserstoffaktie du momentan hast, ja? Und das ist eben der große Unterschied. Was jetzt hier zum Beispiel nochmal kleine Unterschiede sind, ja, Ballard Power hat ja vor einigen kriege ich jetzt mit diesen verdammten Charts da mal hin? Das kotzt mich an. Ballard Power hat ja vor einigen Wochen mit so einem chinesischen Konzern dann Joint Venture ist da eingegangen, kriegt entsprechend Cashflow und so weiter. Das hat natürlich wie Nel Asa, die haben das natürlich jetzt nicht gemacht in letzter Zeit. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Die haben dann eben weniger Cash vielleicht von außen, aber müssen dafür auch nicht so viel Know-how abgeben. Ja, also das ist ja immer das gleiche Spiel wie schon vor 20, 25 Jahren. Diese ganzen Joint Ventures von VW, von den ganzen Zulieferern, damals, wie ich selbst noch dort gearbeitet habe. Mein Gott, waren wir da stolz auf Joint Ventures mit China, ja, um Gottes Willen. Und genau das gleiche machen sie jetzt wieder. Die Kanadier in dem Fall mit Ballard Power.
Ja, langfristig gewinnt halt meistens der Chinese. Ja. Und die wollen da ja auch massiv weitermachen mit diesen ganzen Alternativenergien und haben auch auf Priorität ja die Elektromobilität. Ja. Aber ja, wie gesagt, es geht, das sind alles diese fundamentalen Daten, dass das letztendlich auch viele Lastwagen einfach nur rumstehen von Ballard Power, noch gar nicht genutzt werden, weil die Infrastruktur nicht da ist, um überhaupt diese Lastwagen kontinuierlich aufzuladen, weil China ist ja nochmal ein ganz anderes Land, beziehungsweise die USA, also von der Breite her, ne? Also wenn du da halt einfach keine Tankstelle hast, ja, dann sitzt du da einfach mal in der Pampa und 1000 Kilometer vor und nach dir ist nichts, ja. Ist vielleicht nochmal ein bisschen schlimmer wie in Deutschland, wenn du jetzt da sozusagen einfach mal dein Lastwagen stehen bleibt, weil du keine Tankstelle findest, ja, dein wasserstoffgetriebener Lastwagen, ja. Also von daher kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man da erstmal die Infrastruktur aufbauen muss. Aber mit Elektromobilität ist es ja auch nicht groß anders, ja. Ich meine, man baut jetzt da massiv Elektroautos, aber man muss ja auch erstmal die ganze Ladensäulen, die Infrastruktur haben. Man muss ja auch erstmal den ganzen Strom erzeugen, ja. Also wir wissen alle, wenn wir heute 5 oder 10 Millionen Elektroautos in Deutschland hinstellen würden und die würden alle zum gleichen Zeitpunkt in die Steckdose gehen, dann wäre unser Stromnetz ja, gute Nacht, ne? Unser Stromnetz würde dann quasi überlastet sein. Und all diese Dinge dauern auch noch Zeit, ja. Das gilt für beide Technologien, sei es jetzt Elektromobilität oder die Wasserstoffantriebgetriebenen, ja. Und dass da natürlich jetzt ein viel stärkerer Fokus auf Elektromobilität steht, wie auf diesen ganzen Wasserstoffsektor, meiner Meinung nach hat nur einen einzigen Grund. Und dieser eine Grund ist Tesla, ja. Dieser eine Grund ist Elon Musk, ja. Würde der jetzt da letztendlich auf Wasserstoff auch noch setzen, ja, dann wäre die Geschichte schon wieder ganz anders und keiner weiß von uns, was sich da noch tun wird in naher Zukunft, ja. Also, es geht ja also hier um diese Aktien, Wasserstoffaktien wie Ballard Power, wie Plug Power, wie die alle heißen. Wie gesagt, es sind keine Aktien. Wenn ich mir die nicht mal richtig merken kann, ist auch egal, weil es sind keine Aktien, in die man sich verlieben sollte. Ja? Man nimmt solche Hype-Phasen mit. Es gibt auch in anderen Branchen Positionen, wo ich habe, das gehört einfach zu meiner Quote von 20%, 20 bis 30% meines Portfolios, wo ich mir relativ sicher bin, gehe ich eben solche Trades eben ein, wo ich einfach 1000, 2000 Euro oder was investiere, ja? Manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal auch 5 oder 10.000. Und dann halte ich die Dinger eben, ja. Und du weißt ja nie, welches von denen sozusagen das nächste Amazon der Branche wird, ja. Erinnern wir uns mal ganz kurz zurück. Tesla, noch vor 6 Monaten, das ist überhaupt keine Zeit, ja, nicht mal ein Jahr ist es her. Ja, wer hat da alles noch an Tesla gezweifelt? Und jetzt, wenn du dir YouTube-Videos schaust und überall die ganzen Analysten und Spezialisten und Gurus und Experten, ja, jeder weiß mit einer fast 100%igen Sicherheit, die 1000-Dollar-Marke bei Tesla ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja? Hättest du die vor 6 Monaten gefragt, hätten die dir einen Vogel gezeigt, hätten die dich ausgelacht, hätten sie dir Schimpfwörter in die Kommentare geschrieben wahrscheinlich. Ja? Also, und genauso oder ähnlich kann es natürlich auch in dieser Branche passieren. Das muss ja nicht übermorgen sein, das kann eben noch ein Jahr dauern oder auch 2 oder 3. Ja? Also immer sehr vorsichtig sein, ja, wenn man jetzt bei Dingen, die man sehr, sehr schwer überhaupt vorhersagen kann, sich ins eine oder andere Extrem halt festlegt. Ja. Also ich finde es halt wirklich su super positiv, dass es so viele kritische Stimmen gibt in den ganzen Facebook-Gruppen, weil mir das wiederum sagt, dass wir hier jetzt nicht unbedingt ja, überhitzt sind. Und was ich auch noch aus meinem eigenen Privatleben sozusagen auch noch sagen kann, ich kenne so viele, die sich rumeiern, ja, ich weiß nicht, 2 Wochen lang herumeiern, ob sie jetzt 1000 Euro in eine Wasserstoffaktie investieren. Und dann aber so jedes zweite Wochenende gefühlt, ja, manche sogar jedes Wochenende ins Casino latschen,
ja, mit paar hundert oder vielleicht sogar paar tausend Euro und da rumzocken, ja, weil das ja Spaß ist oder was weiß ich, ja. Also im Vergleich dazu würde ich jederzeit blind 1000 Euro in irgendeine dieser Wasserstoffaktien investieren. Ja, man muss es immer in Relation setzen, alles. Ja, immer in Relation setzen. Ja, wenn einer sagt, das ist zu risikoreich, risikoreich im Vergleich zu was? Ja, und ja, so, damit wollte ich das mal wieder abschließen. Ja, dieses ganze Thema. Und wenn irgendwann mal, ja, meine 10.000 Euro, die ich da jetzt in Wasserstoffaktien investiert habe, mal 1 Million wert sind, ja, dann werde ich euch genau an dieses Video erinnern. Naja, gut, das war jetzt natürlich ein bisschen Selbstironie mit dabei. Ne? Keiner weiß, was da sich draus entstehen wird. Okay, also bis dann, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein und abonniert meinen Kanal, wenn ihr Bock habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.